In diesem Video sehen wir uns die Funktion von Spark Clients in Microsoft Excel an. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Was sind Spark Clients? Spark Clients sind sehr kleine Diagramme, mit denen Daten schnell visuell dargestellt werden können. Und somit können sie auch schneller gelesen werden als Zahlen und eignen sich ganz besonders für Datentrends. Wie man nun diese in Microsoft Excel erstellt, das sehen wir uns jetzt an. Ich habe dazu eine Pivot-Tabelle auf der AdventureWorks Datenbank. Ich werde im ersten Schritt eine Auswertung erstellen und im zweiten Schritt dann die Hinzugabe von den Sparklines-Grafiken. Ich beginne mit der Auswertung eines Wertfelds. Ich verwende den Gesamtumsatz und möchte diesen gerne nach Monat und Jahr aufgelistet haben. Ich wähle das Jahr 2013 und gebe nun die einzelnen Produktkategorien hinzu und erhalte so die Auswertung der einzelnen Monate. Nun im Schritt 2 gebe ich die Sparklines-Grafiken hinzu. Dazu kann ich im Menü Bereich einfügen und das Sparklines die Liniengrafiken auswählen. Sobald ich diese ausgewählt habe, kann ich nun den Datenbereich auswählen. Der ist in meinem Fall die Pivot-Tabelle. Und gebe im zweiten Eingabefeld Positionsbereich jenen Bereich an, in dem ich gerne die Sparklines sehen möchte. Ich bestätige mit OK und erhalte nun die Verlaufsgrafiken der einzelnen Monate. Ich kann auch in weiterer Folge den Typ ändern, beispielsweise in Säulen. Wie ihr seht, könnt ihr so sehr einfach Sparklines zu einer Pivot-Tabelle ergänzen. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.